Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir haben im letzten Part beim Bollwerk einen ordentlichen Satz an Nebenquests abgeholt und die werden wir jetzt nach und nach erfüllen. Als allererstes kümmern wir uns um Marsch eines Soldaten. Da sollen wir schauen, dass wir jemanden davon abhalten, eine eventuell zu gefährliche Prüfung abzulegen. Und ansonsten Aktion, Reaktion, genau, da sollen wir einen Trupp, der wegen seines Ungehorsams bei einer sehr gefährlichen Position eingesetzt wurde, wieder zurückholen. Und dann sollen wir noch die Rüstung einer Jägerin wieder beschaffen, die von einer fliegenden Maschine, glaube ich, hier auf den Berg hingetragen worden ist. Da schauen wir mal, was sich noch alles einsammeln lässt. Aber eins nach dem anderen. So, im letzten Part haben wir ja extra schon die Stelle ausfindig gemacht, an der wir anfangen können zu klettern. Und jetzt müssen wir nur noch bis ganz nach oben hinkommen. Für Aloy ist das Ganze ja überhaupt kein Problem. Das absolute Klettertalent schon seit Teil 1, aber Das ja. Pigment wäre gut für eine Rüstung. Derjenige, der sich hier eventuell auch noch rangetraut hat. Diese Mal Tenakt sehen schauen. verletzt aus. Oh. Was ist passiert? Ich wollte gerade sagen, mal schauen, wie weit er gekommen ist oder sie. Rede mit Sieht Vekata. aus, als ob die Person hier verantwortlich ist. Ich sollte mit dir sprechen. Okay. Hallöchen, guten Tag. Mauerbrecherin, wenn du den Marsch der Zehn sehen willst, dann hast du Pech. Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento. Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit zwei anderen. Pento kletterte als einziger entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an. Was das Leben als Tenakt angeht, kriegt ihr nicht besonders viel hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Die drei sind jetzt dem Berg ausgeliefert. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Ich wollte schon sagen, will er sie einfach so zurücklassen, weil das hier quasi Sparta-Zustände sind? Nee, ist natürlich wegen des Sturmes. Ja, und die anderen sind trotz des Sturmes und trotz der Warnung der anderen dennoch losgezogen. Ja gut, alles klar. Wieso ist jeder sicher, dass dieser Pento den Aufstieg nicht schafft? Wir sind ein Soldatenvolk. Wir schätzen Stärke und Gewandtheit. Pento hat keins davon. Hatte er nie. Von klein auf war er nur zum Putzdienst eingeteilt. Und dann bricht er völlig alleine zu unserer schwierigsten Clanprüfung auf. Und ihr haltet ihn für verrückt? Ich mag dieses Wort nicht. Als ich eine Frauenrüstung anlegte, nannte man mich auch verrückt. Ich schätze, dass Pento sich einfach nur beweisen will. Zeigen, wer er wirklich ist. Ich verstehe das. Glaub mir. Aber dieser Aufstieg ist höllisch, selbst ohne Sturm. Okay, alles klar. Was ist dieser Marsch, den du erwähnt hast? Einer der schwierigsten Berghänge im gesamten Himmelsklan-Gebiet. Es heißt, die Zehn hätten den Berg im Krieg gegen die Maschinen paarweise bestiegen. Wir versuchen immer zu zweit das Soldatenzeichen zu erlangen, indem wir den Spuren der Alten folgen und die Blutkrone pflücken. Eine Blume, die auf dem Gipfel wächst. Alle bis auf Pento. Er wollte unbedingt allein klettern. Du meinst, niemand wollte mit ihm klettern? Ich wollte ihn aufhalten. Aber es verstieß gegen keine Regel, also ließ ich ihn ziehen. Kommt mir bekannt vor. Die Nora haben ein ähnliches Ritual. Mich wollte auch niemand dabei haben. Deren Pech nehme ich an. Ja. So viel steht fest, ganz eindeutig. Ja, okay, ne? Jeder hat hier scheinbar seinen eigenen Weg, den er auch felsenfest gehen möchte bei den Tenak. Das kann ich respektieren, ne? Der eine will alleine diesen Berg raufkraxeln, obwohl er der Einschätzung aller anderen nach nicht zum Soldaten taugt. Und er hier zum Beispiel will auch eine Frauenrüstung tragen und lässt sich auch von niemandem davon abbringen. Ich kann das auf jeden Fall respektieren. Hammermäßig, ne? Jeder hat seinen Weg und finde ich gut, dass einige sich auch nicht davon abbringen lassen.
Super. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Alles klar. Bleibt stark und haltet durch. Kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen? Ja. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start. Finde ich super, welch starke Persönlichkeiten sowohl körperlich als auch geistig bei den Tenakt eben vertreten sind. Wie gesagt, habe ich nur Respekt vor. Gut, dann schauen wir erst einmal. Ist schon ein dichter Schneesturm, aber Aloy findet sich zurecht. Selbst wenn er noch dichter werden sollte, wir haben ja sozusagen ein zweites Paar Augen bei uns. Alles klar. Da kommen wir locker hoch. Kein Hindernis. So. Markierungen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, okay. Wo? Markierungen? Habe ich da gerade was an den Felsen übersehen? Nee. Oder wo genau hat sie von Markierungen geredet? Oder waren hier die Vorratstruhen gemeint? Oder war auf dem Weg etwas? So gut, wie es aussieht. Ja gut. Da sehe ich Spuren, glaube ich. Ihr wollt kämpfen? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Das nenne ich Markierung. Alles klar. Das ist mehr als eindeutig. Jetzt weiß ich, was sie gemeint hat. Okay. Oh oh. Dieser Tenakt braucht Hilfe. Ah, na super, ein Pirscher. Oh. Wie ich diese unsichtbaren Viecher hasse. Mit ihren Sniperschüssen. Ja, genau, wo ich gerade davon gesprochen habe, ballert mir das Viech eins in die Kniekehle. Es war sowas von klar. Na, komm her. So. Geschafft. Ja? Habe ich dem Viech erfolgreich seinen Tarnmodus genommen? Nee, es konnte sich immer noch unsichtbar machen. Dammit. Wer immer du bist, danke für die Hilfe. Gern geschehen. So. Oh, yes. Boah, das war jetzt eng. Sehr gut. Perfekt. So. Bevor ich mit ihm rede, erstmal gucken. Jawohl, oder? Pirscher Tarngenerator. Jawohl. Wir haben ihn erfolgreich abgeballert. Hammermäßig. Sehr gut. Auch die restlichen Maschinenteile sorgfältig zusammensuchen. Was haben wir denn hier? Oh! Ein Datenpunkt. Protokoll Captain Suero? Ui. Suero, okay, in Klammern A. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal, 12. Mai 2037, Captain Suero, JTF 10, drittes Geschwader. Wann zum Teufel haben die Feds befohlen, diese G-Sin-Schrotthaufen mit scharfer Munition auszustatten? Sie haben wohl erkannt, dass ihre nicht-tödliche Lösung überhaupt nichts löst. Hodgins glaubt, dass er kann weiter oben auf dem Berg ein Signal kriegen, Verstärkung rufen. Wenn die Feds mit harten Bandagen kämpfen wollen, kriegen die Drohnen von der JTF ein Feuerwerk wie am 4. Juli. Sein Bein sieht allerdings übel aus. Es wird schwierig werden, ihn den Berg hochzukriegen. Okay. Ich spüre die Kälte bis auf die Knochen. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Pirscher Pfeilgewehr. Hoppala. Ja gut, das ist bestimmt das Sniper, Gewehr, oder? Ja, das ist das Sniper-Gewehr. Ja, aber bringt mir eben nichts mehr. Schade. Aber Hauptsache, ich habe den Tarngenerator. Das ist auf jeden Fall wichtiger als aufnehmbare Waffen. Wieso zur Hölle kann ich mich jetzt nicht heilen? Ach, Gesundheit voll. Oh, deshalb. Hab mich schon gefragt. Hä? Na gut, wunderschönen guten Tag. Rocco, okay. Alles okay? Nicht wirklich, aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt? Meine Partnerin? Ja, die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging?
Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Naja, Rocco, du kannst ihn... Ich muss Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Ich habe jetzt von Rocco erwartet, dass er Pento ehrlich gesagt ein kleines bisschen besser versteht. Ich meine, er und seine Kletterpartnerin wollten ja auch bis vor kurzem trotz des Sturms hier hochklettern. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat. Von daher, ne? Gut, er und seine Partnerin sind, also Rocco und seine Partnerin sind von der Lawine nochmal eines Besseren belehrt worden. Sozusagen wachgerüttelt worden. Von daher, Pento hätte ihm vielleicht mit ein bisschen mehr Verständnis entgegenkommen sollen. Vielleicht hätte Pento dann eher auf ihn gehört. Ganz großes vielleicht. Aber ich glaube, Pento hätte sich von nichts und niemandem davon abbringen lassen, das hier durchzuziehen. Ich hoffe nur, ich komme nicht zu spät. Klettern wir erstmal weiter hoch. Für Aloy ist dieser Sturm natürlich nichts weiter als eine... Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Als eine klitzekleine Kleinigkeit von einem Hindernis, also... Sie hat da schon mal mit härteren Bandagen kämpfen müssen. Oh, Spur markieren. Moment, das wo? Das müssen Pentos Spuren sein. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Okay, wo lang? Da lang. Okay. Alles klar. Hier hoch. Der Soldat muss hier hochgeklettert sein. Mhm. Würde ich auch sagen. Ein Färber kann das gebrauchen. Ja, schon klar. Pento kam hier vorbei. Okay. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Hä? Ach Gott, da hinten. Ach du liebe Zeit. Den habe ich kaum im Schneesturm gesehen. Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Ha. Alles klar. Puh. Da kann er aber froh sein, dass der Pfad erst eingestürzt ist. Wobei, sollte er froh sein? Je nachdem, wie es ihm gerade geht. Keine Ahnung. Ne, aber dass er nicht zusammen mit dem Pfad runtergestürzt ist. Da ist sie. Ah, perfekt. Pentos Spur führt auf diese Klippe, aber der Berg ist instabil. Wenn der Pfad schon weggebrochen ist. Ich werde nicht denselben Weg nehmen können. Wenn der Pfad schon weggebrochen ist, wird einiges anderes auch weggebrochen sein. Hoffentlich nicht zusammen mit Pento. Oh! Hoffentlich ist das Pento. Naja, wer soll sonst hier oben rumlungern? Sagen wir es mal so. Sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Sprungschläger, what? Wer ist da? Oh, hi. Eine Freundin! Oh Mann. Ja. Oh nein. Puh. Oh Mann. Natürlich. Alter, wie oft willst du noch springen? Meine Güte. Springen die immer viermal? Gibt's ja nicht. So. War's das? Nee, einer ist noch da hinten. Hallo. Was zur Hölle? Was ist das? Boah. Alter. Bam. Okay. Hab jetzt mit weiteren Sprüngen gerechnet, aber ist nun mal gut gegangen. Yes. Sehr gut. Alle erledigt. So, erstmal looten. Und dann reden wir. Alter, was, da wird ja immer noch was ausgestoßen. Was ist das für ein Ding? Giftkapsel. Okay. Wow. Und was war das jetzt? Ein Störsender? Eine Radarkapsel, Tatsache. Krass. Sind die Viecher in der Lage, solche Sachen hier in den Boden zu stecken? Und sich dadurch sozusagen einen kleinen Feldvorteil zu verschaffen? Alter, wie ich an der Maschine wieder festhing. Ah. Haben wir jetzt eigentlich alle gelootet? Nee, nicht ganz.
Frachtkapsel gab's hier noch. So. Perfekt. Jetzt hätten wir's. Okay. Na, alles senkrecht? Ich wette, er wird jetzt sagen, er ist so kurz davor, das Ganze hier abzuschließen. Und dann will er mit Aloy, zusammen den Rest der Prüfung bestehen. Wollen wir wetten? Pento? Kennen wir uns? Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Na, hab ich's. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Ah, danke schön. Ha, wie er sich freut, dass wir sein Geschenk angenommen haben. Ja, nice. Ja, hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Ich wusste es doch. Alter, noch mehr Jägerpfeile. Wie er sich freut, dass wir seine Munition annehmen. Hammermäßig. Ich finde ihn voll sympathisch. Willst du noch was loswerden? Nö? Okay. Gut, na dann. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich bin Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch offenbar muss man das, um ein Tenakt zu sein. Hiermit kann ich allen das Gegenteil beweisen. Klingt, als wärst du genauso stur wie alle Tenakt. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Im Leben war das nicht nur der Wind, das glaubst du ja wohl selber nicht. Sackgasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Tut mir leid. Wo ist ein Kletterhaken? Ich sehe keinen. Soll das heißen, ich kann mich an den Kletterhaken hochziehen? Ja! Da! Okay, alles das klar. Das war unglaublich! Ich fälle diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Ich wollte gerade sagen, aber Aloy... absolut nichts dagegen. Aloy, die Baumschubserin, schreitet wieder zur Tat. Aber ich sehe hier wieder einen Datenpunkt. Protokoll Captain Suero B. Ach so, das A in Klammern und das B in Klammern, alles klar. Das... Ah. Mit anderen Worten, dieses Protokoll ist einfach nur in mehrere Teile aufgeteilt. A war Nummer 1, B Nummer 2, alles klar. 12. Mai 2037. Captain Suero, JTF... 10 drittes Geschwader. Ich muss kurz verschnaufen. Hodgins hat starke Schmerzen. Wir kriegen immer noch kein Signal. Die Drohnen der Feds kreisen über uns. Hoffentlich geben die Bäume uns etwas Deckung. Wir müssen weiterklettern. Ich habe Hodgins gesagt, er soll mich bloß nicht im Stich lassen. Um ihn zu motivieren, habe ich mit ihm gewettet. $1000, dass seine geliebten Wayfarers das Spiel heute Abend verlieren. Sie sind der haushohe Favorit. Er muss es also nur nach oben schaffen und kann den Rest seines Lebens über mich herziehen. Das sollte ihn bei der Stange halten. Ja, nice. Um ihn zu motivieren, hat er eine Wette mit ihm eingegangen, die er definitiv verlieren wird. Ja, nice. Sympathischer Captain. So. Ach ja, Baumfeld. Kam ein bisschen spät. Naja, wow. Kommt er rüber? Hallo? Hast du Wurzeln geschlagen oder was? Wartest du auf eine Extra-Einladung oder willst du Spinnweben ansetzen? Komm jetzt mal rangerutscht auf den Meter. Meine Güte. Der steht halt immer noch da. Hallo? Willst du die Prüfung jetzt machen oder nicht? Du bist zurück. Ah. Wir müssen doch noch auf den Berg klettern. Ja, soll ich dir Händchen halten jetzt? Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Entschuldigung, dass ich so fies bin, aber wieso musste ich extra zu ihm zurückkommen, bevor er selber rüberkommt? I'm sorry. Jetzt steht er wieder da. Ja, wie was gefunden? Der Baum... Ach Gott, nee. Komm, ich gehe ohne ihn weiter. Wenn er keinen Bock hat...
Oder kommt er erst dann rüber, sobald ich einen Kletterpfad gefunden habe? Okay. Deshalb. Du bist ja für alles ausgerüstet. Jetzt, danke. Okay. Ja. Klettern wir mal los. Ui, was ist los, Aloy? Hast du ein bisschen Schnee in die Lunge gekriegt oder was war das gerade? Oh, so ja, einen Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft. Ja, das wird safe kein Wind sein. So viel steht fest. By the way, Entschuldigung, dass ich mich gerade bei dir beschwert habe. Er hat nur darauf gewartet, bis wir den richtigen Weg finden. Na gut. Kann ich verstehen. Geht doch. Unfassbar, wir haben es geschafft. Machen wir uns zum Gipfel auf. War ich nur nicht gewohnt, dass mein Partner entweder so weit hinten zurückbleibt. Dass er so weit hinten zurückbleibt. Entweder laufen meine Partner ja vor oder folgen mir. Eins von beiden, dass einer von ihnen zurückbleibt. Na, bin ich nicht gewohnt gewesen. Gut, hi, eine Frostklaue. Ja, super, natürlich. Was auch sonst. Kühlsafteinheit. Na toll. Ist jetzt nicht gerade... So. So. Oh! Ja! Oh, ich hab vergessen, dass diese Viecher krasse Wrestler-Moves drauf haben. Ja. Bam! Sehr gut. Kühleinheit ist außer Gefecht. Also zerstört. Jetzt nur noch die Maschine außer Gefecht setzen. So, die letzten paar Bolzen. Oh. Aua. Bam! Geschafft! Komm! Hier lang, Aloy! Aha, Moment. Erstmal noch wieder Munition. Ach Gott, jetzt nicht vorauslaufen. Jetzt nicht auf den letzten Metern noch einmal ohne die Partnerin aufbrechen. Tu das nicht. So. Einmal alles einsammeln. So gut es geht. So. Gerade die Heilbeeren wären ganz gut. Sind da Heilbeeren? Nee, aber reicht ja auch schon so, was wir gesammelt haben. Eieiei. Ist er jetzt wirklich einfach vorausgeklettert, komplett? Ach, Kollege. Du hast doch gerade eben schon gesehen, in welche Situation du ohne Partnerin gekommen bist. Bleib doch wenigstens bei mir bis zum Schluss. Eieiei. Ach Gott, ernsthaft, Aloy? Da wirst du ja wohl hochkommen zur nächsten Kante. Och, ich bitte dich. Wie sie sich jetzt gerade weigert, hochzuspringen. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt, endlich. Ah. Manchmal ist es mir echt unerklärlich, warum Aloy nicht die nächstbeste Kante mitnimmt. Naja. Und? Bist du fündig geworden? Hast du das Ding? Ich gleite. Oh yeah. Wenn auch nur kurz. Ist hier wieder? Ja, da ist wieder ein Datenpunkt. C. Jawohl. Wir scheinen keinen Bericht verpasst zu haben. Sehr gut. Und was steht jetzt hier Schönes? Na, das war ein Spaß. Wir sind da oben fast zur Hölle geschickt worden, als Hodgins in offenem Gelände herumgehumpelt ist und versucht hat, ein Signal zu kriegen. Nur gut, dass Mojave uns gehört hat. Oder? Mojave. Das Kommando hat die Jets geschickt. Die Drohnen hatten keine Chance. Jetzt wissen wir also, dass die Feds uns ohne zu zögern umbringen würden, um unser Land in die Finger zu kriegen. Tja, heute nicht, ihr Wichser. Hodgins Bein sieht schlimm aus, aber das Evakuierungsteam sollte bald hier sein. Er wird es schaffen und ich habe wohl $1000 verloren. Gut angelegtes Geld. Trotzdem hasse ich die Wayfarers. Okay. Und? Gefunden? Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich
musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Kein Problem. Schön, dass es erkannt hat. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. So viel steht fest. Und die Aussicht ist auch gut. Ja, definitiv. Das, wo sie gerade von Aussicht spricht, da lassen wir doch mal kurz die Kamera so ein bisschen rotieren. Bei dieser wunderbaren Aussicht. Verschneite Gebirge. Leute, ihr wisst ganz genau, wie sehr ich auf diesen Scheiß stehe. Einfach nur herrlich. Ah. Gibt doch nichts Besseres, um die Seele baumeln zu lassen. Ah, wunderbar. Okay, gut. Soll reichen fürs Erste. Ich will euch ja nicht zu sehr langweilen. Okay, genug Panoramablick. Ja, klar, wir können mit unserem Schildflügel oder mit einem anderen Flügel runter. Hui! Ist doch noch besser, oder? Huhuhu. Besser geht's nicht. So, kehre zu Vekata zurück. Am Anfang des Weges? Nee, ich wollte gerade sagen, entweder beim Bollwerk oder am Anfang des Weges. Tatsächlich am Anfang des Weges. Ja, schön zu wissen, dass er sich selbst beweisen musste. So ist es auch richtig, ne? Selbst wenn die anderen ihn danach nicht anders behandeln, aber er hat es für sich gemacht. Und darauf kommt es an. Und dieser Selbstvertrauensschub dürfte ihn dazu bringen, dass er sich selbst noch einmal mit anderen Augen sieht. Denn wenn man möchte, dass andere einen mögen, sollte man zuerst lernen, sich selbst zu mögen. Wie es bereits schon viele gesagt haben. Ich sollte bald unten beim Vater kommen. Pento kann nicht weit zurück sein. Und? Hey Leute, hast du Neuigkeiten? Kennen sich unsere Wege. Bitte. Ja, nice. Ich muss wissen, was mit meinem Bruder ist. Ach so, die Schwester ist jetzt schon auf eigenem Wege hierher gekommen. Ja, das ist ja natürlich praktisch. Wow, unser Sonnenflügel sah gerade so aus, als ob er komplett abgestürzt wäre. Aber nein, da fliegt er wieder hoch. Oh, Gott sei Dank, mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht. Mein Kleiner, jag mir nicht so einen Schrecken ein. Ich stottere schon. Mensch. Okay, ja, praktisch. Da, ich wollte gerade sagen, sollten wir die Quest nicht eigentlich... Sie ist zurück. Sollten wir die Quest nicht eigentlich bei der Schwester abgeben? Die uns ja eigentlich den Auftrag gegeben hat, aber ja, tun wir ja jetzt. Alles klar. Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jekka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pento! Au! Hier ist die Blutkrone, als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Nice. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento. Alles Gute auf deinem Weg, Pento. Marsch eines Soldaten abgeschlossen. Sehr schön. Ah, ja, wie... Aber er weiß sich wenigstens zu wehren. Das war eine schön saubere Kopfnuss. Respekt. Gesichtsbemalung Tenakt-Taktikerin freigeschaltet. Ja, nett. So, wunderbar. Das bedeutet, als nächstes könnte ich diese Mission machen. Aktion und Reaktion. Begib dich zum Wachturm bei den kalten... Kaupen? Ja, Kaupen. Alles klar. Aber, ne... Zack. Hier im Norden, im eisigen Norden, schön über verschneite Gebirge zu fliegen. Wobei, haben wir ja gerade eben schon getan. Aber, na, einmal ist kein Mal. Hallo? Bei dem Ausblick? Also, das lasse ich mir nicht nehmen.
Da wird noch einmal schön eine kleine Kamerafahrt gemacht, während wir auf den Rücken des Sonnenflügels gehen, Questziel fliegen. Hammermäßig. Oh, Leute. Könnte ich, glaube ich, stundenlang machen. Ich schwör's euch. Ich will euch damit nicht langweilen. Deswegen versuche ich es auf ein Minimum zu beschränken. Oh, aber ich hoffe, ihr könnt diese Gefühle so ein bisschen nachvollziehen. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich auf Berglandschaften stehe. Vor allen Dingen auf verschneite Berglandschaften. Sagt, ich weiß nicht wieso. Turm sei bei den Wasserfällen. Aber Daten nach Hause zu schicken. Aber wenn ich so etwas sehe, ob in Videospielen oder in Gemälden, was weiß ich. Da ist der Wachturm. Ja. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Alles klar. Ach, da ist der Wachturm. Alles klar. Ja, also Berglandschaften / Oh! Oh no. Alles gut? Oh, okay. Entschuldige. Alter. Ah, gegen den Baum ist er kurz. Okay. Ah, oh, es tut mir leid. Boah, jetzt ist mir wieder das Herz in die Hose gerutscht. Mein armer Sonnenflügel. Das war keine Absicht. Wogegen auch immer du gekracht sein magst. Ob gegen die Bäume oder gegen Felsen. Es tut mir leid. Ja, Fleisch ist schon knapp. Puh. Aber gegen die Bäume... Alter, okay! Holz die Bäume ab! Alles klar! Fliegt absichtlich gegen die Bäume als Rache! Bis die umkippen. Ich werde hier zu einem Eiszapfen. Voll nice. Alles klar. So. Ist der zweite Baum jetzt auch umgekippt? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ja. Also, wenn ich solche Berglandschaften / verschneite Berglandschaften sehe, dann komme ich so zur Ruhe. Okay. 6 von Itzeko erlebt. 4 von mir und 2 von dir. Das ist nicht fair! Ich habe ein Schnappmaul erlegt. Das sollte für mindestens 3 deiner Gräber zählen. Eine Maschine zählt einmal. Boah. Erinnert mich an eine gewisse Szene aus den Herr der Ringe-Filmen. Der zählt trotzdem nur als einer. Leute, die Filme gesehen haben, wissen genau, welche Stelle ich meine, und die ist hammermäßig gut. Ach, eine meiner Lieblingsstellen, glaube ich, aus der gesamten Trilogie. Wirklich, feiere ich so dermaßen. Okay, naja, was ich gerade eben noch sagen wollte, ich kriege so eine innere Ruhe. Ernsthaft, Leute? Ich war erst vor 2 Tagen oben. Ja, und ich war gestern da oben. Deshalb bist du dran. Ist gut jetzt. Jedes Mal, wenn ich das zu Ende führen will, fangen die an zu reden. Jedes Mal, wenn ich denke, die haben keinen Dialog mehr, dann kommt direkt das nächste hinterher. Naja, ich krieg halt immer so eine innere Ruhe, sobald ich so etwas sehe. Wirklich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber... Also, keine Ahnung. Das war bei mir schon immer so. Ich bin dann so tiefenentspannt bei dem Anblick von so etwas. Aber gut, ich denke mal, jeder hat irgendetwas, was ihn beruhigt, wenn man es anguckt. Ne? Jeder hat da sozusagen etwas anderes. Bist du Kiva? Bin ich. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Merkwürdig. Itzeko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Alles klar, ich werde es beherzigen. Was ist hier los? Wir ziehen los, zurück zum Bollwerk. Was du nicht sagst. Was ist mit Itzeko? Die Fremde wird nach ihm sehen. Genau, okay. Puh.
Also, die haben scheinbar, haben die nichts davon mitgekriegt, dass Regalas Rebellion zerschlagen wurde? Die haben von der ersten Schlacht am Gedenkhain gehört, wo ich ja die Streiterin von Regala besiegt habe. Aber sie haben nichts von unserem neuesten Duell gegen Regala selbst gehört? Naja, zugegeben, wenn sie auf so einer abgelegenen Position sind, dann erreichen sie Neuigkeiten eventuell etwas langsamer. Kann durchaus sein. Ne? Von daher, ja. Aber, dass sie sogar Wetten abgeschlossen haben. Ernsthaft? Die haben noch, während ich gegen die Streiterin gekämpft habe, Wetten abgeschlossen, wer gewinnt? Und es gab welche, die gegen mich gewettet haben? Ernsthaft? Na, die haben Nerven. Naja, gut. Begib dich zum Anfang des Anstiegs. Ah. So, zack. Und wohin jetzt? Begib dich zum Wachturm auf dem Berggipfel. Easy mit unserer Flugmaschine. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Okay, wir müssen wohl ein kleines bisschen einen Spiralenflug hinlegen. I guess. Oh nein, was zur Hölle? Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Mist. Okay, was war das jetzt gerade? Ein Grauhabicht? Was zur Hölle? Aua! Was zur Hölle? Du Mistvieh. Aua! Mist! Ah, das gibt's doch nicht! Ja, nice. Schön daneben geballert. Ja, erwischt! Sehr gut! Genau das wollte ich erreichen. So, Himmelsgleiter Klingenschweif. Perfekt. Das soll ein Himmelsgleiter sein? Warum fliegt der kaum? Ich meine, der fliegt ja so gut wie gar nicht. Der hat sich am Boden deutlich lebendiger gefühlt. Oh, hi. So. Jawoll, korrodiert. Perfekt. Öpp. Boah, beiden Angriffen gleichzeitig ausgewichen. Bams. So, wo ist der andere? Da. Autsch. Oh oh. Oh Mann. So. Okay. Erledigt. Wo ist der Soldat, der für den Wachturm eingeteilt ist? Ja, gute Frage. Werden wir gleich herausfinden, nehme ich an. So, Himmelsleiter durchsuchen. Da, da, da. Nochmal vollheilen bei der Gelegenheit. So, ich nehme an, wir müssen erstmal eine Spur finden. Und dann sehen wir weiter. Was? Wie? Wo? Ach, da! Ach du Schande. Ah, na super. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Hm. Wow, was zur Hölle? Das war Kivas Horn. Ein anderes Signal als vorher. Oh je. Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell da runter. Alles klar. Bevor wir denen allerdings helfen, würde ich sagen, beende ich den Part für heute. Ist nämlich schon von der Zeit her genug. Deswegen würde ich sagen, die Quests werden wir im nächsten Part fortsetzen. Ich bin gespannt. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!